Auf dem Elbli ob Elm hat Head Schweiz den Lumberjack 2016 gesucht. Auf dem Programm standen unter anderem Nageln, Alphornblasen und Wassertransport und noch drei weitere Disziplinen. Mit von der Partie war auch Beat Feutz, der sich doch als sehr talentierter Lumberjack geoutet hat. Beat Feutz, erste Disziplin, Nägel einschlagen, hat viel Gas gegeben, hat noch Zeit aufholen, weil ihr im Stall gestanden seid. Oder seid ihr einfach so ein Naturtalent in diesem Sport? Ja, in diesem Sport. Ich habe natürlich Maurer gelernt, also von dem her gesehen sollte ich das ja ein bisschen können. Nein, es ist gut gegangen, es kommen jetzt noch mehrere Disziplinen. Und im Stall bin ich leider auch gewesen, aus diesem Grund ein bisschen spät gekommen. Eben, und es sind ja Disziplinen, die euch als Naturbursche, ich bin so frech, und du euch als das bezeichnen, entgegenkommen. Also Lumberjack, ihr habt ja da noch Stiefelweitwurf und so solche Sachen, die extrem viel Konzentration und Koordination brauchen. Was wird eure Favoritendisziplin sein? Was denkt ihr? Ja, das ist noch schwer zu sagen, was mir am besten gefällt oder was ich am besten kann. Aber ich glaube schon, dass wir da in den meisten Disziplinen nicht ganz so dumm anstellen. Jetzt gleich halt noch kurz zum Skifahren. Wo steht ihr in der Vorbereitung? Läuft alles so, wie ihr euch vorstellt? Und wann geht ihr das erste Mal oder das nächste Mal wieder auf die Ski? Das erste Mal Skifahren ist geplant Mitte August bei mir. Vorher werde ich eigentlich nicht auf den Gletscher gehen. Die Vorbereitung verläuft eigentlich bis jetzt nach Plan. Ich kann trainieren, ja, was ich so können soll. Das Knie ist sicher immer noch nicht ganz einwandfrei, aber soweit okay, eben für das Sommertraining. Und da steht eigentlich am Skitraining Mitte August nichts im Weg. In der letzten Saison war es ja so, dass ihr so einen dicken Fuß hatte, wegen der Achillessehne eingeschienen war. Und das konnte weniger trainieren. Und gleich seid ihr zurückgekommen und habt Bombenresultat gemacht. Heisst das, dass ihr jetzt automatisch auch ein bisschen das Training dosieren? Weil offenbar geht es bei euch auch mit ein bisschen weniger Training. Nein, das wäre sicher der falsche Schritt. Und es täuscht sicher auch eben letzten Herbst, auch als ich die Achillessehne gerissen hatte. Habe ich sicher konditionell und auch kraftmässig habe ich gleich etwas machen. Und das hat mir sicher auch geholfen, wenn ich später in die Saison gestartet bin, dass es nachher noch gut hat funktioniert, auch wenn es eine kurze Saison war. Prima, über Ski-WM und Weltcup reden wir ein anderes Mal heute nicht. Merci vielmals, Beat Feutz. Tipptopp, merci vielmals.